Die Länderspielpause ist vorbei. Jetzt startet die Saison richtig durch. Genau wie das Feiertagsmagazin. Heute mit Patrick Oromoyela. So sieht's nämlich aus. Moin moin von meiner Seite. Und in den nächsten 3 Wochen gibt's jede Menge Fußball. Insgesamt 7 Partien. Los geht's morgen Abend mit dem Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und mein heutiger Gast kennt die Mannschaft ziemlich gut. Wir sorgen aber jetzt dafür, dass er ihn erstmal ein bisschen besser kennenlernt. Marius Wolf, alles andere als gewöhnlich. Über Umwege ins Scheinwerferlicht. Und jetzt bei seinem Lieblingsverein. Dynamisch, zweikampfstark, flexibel. Dieser Typ passt perfekt zum BVB. Dazu noch extrem ehrgeizig, auch wenn es manchmal wehtut. Neben dem Platz anpassungsfähig, offen und kompliziert. Aber eben alles andere als gewöhnlich. Alles andere als gewöhnlich. Marius, hi, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, haben fast schon zusammen Urlaub gemacht. Ja. Und das, obwohl du gerade erst seit ein paar Monaten hier bist. Wie hast du dich eingelebt? Ja, eingelebt sehr gut, sehr schnell auch. Also Mannschaft hat mir auch geholfen oder alle Leute drumherum haben es mir richtig einfach gemacht. Und ja, ich denke, das sieht man auch, war wichtig. Und ja, für uns Spieler, wenn jemand neu zum Verein kommt, denke ich mal, ist auch das Wichtigste, dass er sich eben schnell einlebt. Ne? Absolut. Jetzt haben wir gerade im Beitrag gesehen, du bist ein auffälliger Typ, auch optisch. Wie wichtig ist dir Style und Outfit? Ja, schon, wie man gesehen hat, also ich achte schon drauf, wie man aus dem Haus geht, aber ja, ist eben wie so ein Hobby nebenbei auch. Ja, ja, sehr adrett. Tattoos haben wir gesehen. Gibt es da schon Pläne? Hast du ja bestimmt noch ein bisschen Platz auf dem Körper. Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Ja, es soll noch einiges dazukommen, aber Jetzt musst du erstmal Fußball spielen. Genau. Ich könnte dir den ganzen Tag weiter Fragen stellen, aber ich bin ein recht fauler Typ. Deshalb gebe ich einfach mal das Wort an jemand anders. Hey Marius, sag doch mal, warum nennst du jeden Langer? Egal, ob er lang ist oder nicht lang ist. Zum Beispiel, du sagst zu mir, ey Langer, komm mal her. Genauso sagst du, Rafa Guerrero Langer, komm mal her. Also erklär mal hier allen Leuten, was es damit auf sich hat. Ja, das will ich jetzt aber auch wissen. Warum sind alle lang? Ich meine, du bist wirklich relativ groß. Ja, bei mir wird es passen. Aber jetzt haben wir in Frankfurt einfach, mit Kevin zum Beispiel, haben wir das Wort einfach übernommen und einfach so, sage ich zu jedem. Passt gut. Und Jule muss es ja auch wissen, der hat es wahrscheinlich oft mitbekommen. Ihr kennt euch schon länger. Ne? Ja. Wie ist die Beziehung zu Jule? Ja, jetzt natürlich wieder mehr wie jetzt in der Zeit zum Beispiel in Frankfurt oder Hannover. Ist natürlich klar, durch den Fußball hast du Kontakt, aber du siehst sie nicht mehr so oft. Und ja, ich meine, es hat angefangen in der A-Jugend bei 1860 bis zu den Profis. Und dann hat sich der Weg erstmal getrennt, aber ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir vielleicht nochmal zusammenspielen. Eine gute Bindung hast du nicht nur zu dem Mitspieler Jule Weigel, sondern auch zu unserem nächsten Gegner Eintracht Frankfurt. Ich hoffe aber, dass sie in den 90 Minuten ruhen wird. Da geht es nämlich immer richtig heiß zur Sache und da brauchen wir volle Körner. Wir schauen uns mal an, so ein paar Bilder Frankfurt gegen Dortmund. Duelle gegen die SGE. Mitreißend, stimmungsvoll, packend. Und Marius Wolf mittendrin. Sein erster Bundesliga-Treffer sorgt für lange Gesichter bei Schwarz-Gelb. Im Rückspiel dann Dortmund mit Last-Minute-Oberwasser. Und am Freitag Marius Wolf endlich in den richtigen Farben. Und hoffentlich wieder mittendrin. Ja, das hoffen wir natürlich. In Frankfurt bist du so richtig durchgestartet. Vorher hattest du in Hannover eine recht schwierige Zeit. Was war so der Auslöser? Wann hat es Klick gemacht bei dir? Was hat da geholfen? Ja, ich denke, in Hannover war es für mich natürlich nicht einfach. Aber als ich dann zu Frankfurt gekommen bin, war für mich so wie meine letzte Chance. Also die ich einfach nutzen wollte und auch einfach nachgedacht habe, warum es in Hannover nicht gelaufen ist. Und dann auch in erster Linie bei mir selber angefangen habe. Einfach zum Schluss gekommen bin, dass ich wahrscheinlich an mir selber zu wenig gearbeitet habe. Und ja, das habe ich in Hannover schon angefangen.
weil ich mir dann auch gesagt habe, ich bekomme die Chance irgendwo, auch wenn es nicht in Hannover ist, dann bekomme ich sie woanders. Und ja, da muss ich sagen, in Frankfurt hat es einfach super gepasst, wie mit mir umgegangen wurde, wie mit mir gearbeitet wurde und einfach auch das Vertrauen da war. Und dass ich dann auch meine Chance bekommen habe und ja, wenn du die Chance bekommst, musst du sie dann selber nutzen. Ja. Und das hast du gemacht. Jetzt geht es eben gegen die Eintracht, gegen deine alten Kollegen. Gab es da schon so ein bisschen Sticheleien, ein bisschen Kontakt im Vorfeld? Ja, ein bisschen Kontakt schon, aber noch nicht so. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Keine Wetten, keine Sticheleien? Nein, ich werde wahrscheinlich jetzt heute Morgen anfangen und ja, bin mal gespannt. Ah, sehr gut. Außer dir haben aber noch andere Leistungsträger und auch der Trainer den Verein verlassen. Es ist also eine komplett neue Eintracht. Wie siehst du die Vorzeichen? Ja, ich denke, mit den Abgängen, wo die Eintracht hatte, war für den Verein oder für die Mannschaft nicht so einfach. Aber ja, ich habe mit den Jungs vor der Saison gesprochen oder auch nach den Spielen jetzt. Es ist trotzdem eine super Mannschaft. Ja, sind auch nicht schlecht gestartet und ich traue denen da auch einiges zu, wie letztes Jahr. Und ja, ich denke, wenn sie sich reinhauen, wie wir letztes Jahr gespielt haben, wenn sie das Spiel so durchbringen, können sie auch diese Saison wieder erfolgreich sein. Dann hoffen wir mal nur nicht gegen uns im nächsten Heimspiel. Wir haben jetzt auch mal einen kleinen Zweikampf vor. Ist für mich auch was ganz Neues, nämlich diese Saison gibt es eine neue Rubrik, die heißt Dönnekiss mit Fritz. Ich kann dir nur so viel sagen, wir kriegen drei Geschichten über den BVB und müssen jeweils entscheiden, ob sie wahr oder falsch. Das wäre dann gelb. Moment, gelb. Oder falsch. Schwarz ist. Okay? Dann lass uns mal gucken. Einer von den Spielern, die für beide Clubs gespielt haben, ist Horst Trimolt. Sowohl in Frankfurt als auch bei Borussia Dortmund. Aber seinen größten Erfolg feierte er seinerzeit mit seinem Heimatverein ETB Schwarz-Weiß Essen, mit denen er 1959 am 27. Dezember im Pokalendspiel in Kassel deutscher Pokalsieger wurde. Damals ein großer Erfolg. Um Gottes Willen, das ist ein bisschen vor unserer Zeit, also selbst vor meiner Zeit ist es. aber wir müssen zur Not raten. Ich würde sagen, damit keiner schummelt, halten wir auf drei. Entweder gelb war oder schwarz, okay. Falsch hoch. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, okay, Fritz. Ja, in der Tat. Horst Trimolt wurde 1959 mit Essen Pokalsieger und schoss auch ein Tor zum damaligen Zwischenstand von 4:0. Das Spiel endete 5:2 gegen Borussia Neunkirchen. Am 27. Dezember sind doch alle im Urlaub. Nee, damals eben noch nicht. Aber na gut, dann machen wir mal weiter. Parallelen zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Beide Clubs hatten ihr erstes internationales Endspiel im Glasgower Hampden Park. Die Eintracht 1960 gegen Real Madrid, der BVB 1966 gegen den FC Liverpool. Boah. Was ist denn Frage? Nochmal, ich hab auch vorher nicht geschummelt. Also ich weiß es wirklich selber nicht. Aber wir müssen was sagen. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. In der Tat, die Eintracht verlor damals zwar 3:7 gegen Real Madrid und der BVB gewann 2:1 gegen Liverpool, aber ihre ersten Endspiele fanden in Glasgow statt. Sehr gut. Ich glaube, wir haben nur drei, oder? Eigentlich hast du schon verloren. Aber wir machen das Ding rund. Okay. Ne? Okay. Einen Ehrenpunkt kannst du noch holen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, normal muss ich immer falsch machen. Ich rate doch, wie soll ich wissen, was falsch ist? Fritz, schieß los, Nummer 3. 5:4, so steht es im Moment zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Hinblick auf die Torschützenkönige der Bundesliga, wobei in beiden Clubs jeweils ein Spieler zweimal die Krone gewann. Jeweils ein Spieler zweimal die Krone gewann. Bei Frankfurt zweimal gewonnen. Ich wüsste jetzt nur Alex Meyer. Ja, Alex, weiß ich einmal. Aber es gibt ja noch ein paar andere davor. Jeboa oder ich weiß, war der Torschützenkönig? Ich weiß es auch. Keine Ahnung, das musst du doch wissen. Ich glaube, nein. Wir raten einfach, okay? Eins, zwei, drei. Ja, die Antwort stimmt. Während bei der Eintracht Anthony Yeboah zweimal die Torjägerkrone gewann und Alex Meyer und Jörn Andersen je einmal, waren bei der Borussia Lothar Emmerich zweimal, Marcio Amoroso, Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang jeweils einmal erfolgreich. Na, sehr gut. Haben wir wieder was gelernt? Jetzt habe ich was gelernt. So, das sieht doch schön aus. Wir verkünden den neuen Gesamtstand. Nobby/Ovo, habe ich gern getan. 6 und die Gäste
2. Da müssen sich die Jungs noch mal ein bisschen zusammenreißen, Nobby. Aber wir machen auch einfach einen guten Job. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Du hast uns was mitgebracht, nämlich eine Charity-Aktion. Und zwar geht es um diesen schönen PlayStation 4-Controller, den wirst du unterschreiben. Und ihr seht unten einen Link, auf den ihr klicken könnt. Dann kommt ihr zum Shop und beim Thema Auktion könnt ihr dann mitbieten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding richtig was bringen kann. Erst recht, wenn du da so schön drauf unterschreibst. Also fleißig mitmachen. Es geht um die Stiftung Leuchte auf vom BVB für einen guten Zweck. Macht mit. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, warte mal, das legen wir mal kurz hier beiseite. Wer ist denn in der Kabine so der PlayStation-König? Ihr spielt bestimmt das ein oder andere Mal. Ja, ich spiele mit Juhu viel zu Hause, muss ich sagen. Mit Marco auch. Aber spielt ihr so gegeneinander auch mal online und wer hat da so die Nase vorn? Ja, Call of Duty spielen wir eigentlich. Call of Duty, gar kein Fußball. Auch FIFA, aber mehr mit Juhu. Ja, Juhu ist natürlich auch gut, aber bin ich noch ein bisschen besser. Kann ich nichts anderes sagen. Also wie gesagt, jetzt hat er sein Heiligstes hier quasi für euch bereitgestellt. Ihr könnt ihn ersteigern. Ich finde es eine gute Sache. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber es gibt noch so ein paar Neuigkeiten. Nämlich das Stadionheft ist seit dieser Saison in einem neuen Gewand. Und da gibt es tolle neue Geschichten, unter anderem mit dir, aber auch mit unserem Kapitän Marco Reus. Ja, schöne Sache. Marco, beim Post-SV Dortmund, seinem Heimatverein, hast du noch Kontakt zu deinem allerersten Verein? Ja, welcher auf jeden Fall. Es ist VfB Einberg. Okay. Ist ja noch im Dorf, wo meine Eltern noch wohnen und meine ganzen Cousins. Also mit denen schreibe ich hier regelmäßig. Die schicken mir auch immer Bilder. Und gehst du auch mal hin, eine Bratwurst essen in der Wenn Zeit? Wenn ich mal Zeit habe, aber ist natürlich wird immer weniger. Du bist aber auch wirklich schon immer irgendwie BVB-Fan gewesen. Ne? Das weiß ich auch selber. Ich hatte da ja so einen kleinen Spezialauftrag. Also es ist schon was, was dich schon immer fasziniert hat, das Schwarz und Gelb. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir in der Region sind ja auch viele Bayern-Fans. Ja. Das wollte ich damals nicht so. Mein Papa ist Gladbach-Fan. Sehr gut. Das war auch schon mal, sehr gut, dass ich nicht Bayern-Fan wurde. Ja, nee. Ja. Und ja, mein Cousin war Dortmund-Fan, der hat mir damals ein Trikot geschenkt und das habe ich dann, glaube ich, 14 Tage durchgezogen, bis meine Eltern mir ein neues gekauft haben, dass ich mal wechseln konnte, aber ja, so ist es entstanden. Ja. Und jetzt bist du hier Woche für uns unterwegs, da sind wir sehr froh drum und freuen uns auch auf das nächste Heimspiel. Ich wünsche dir schon mal alles Gute und viel Glück dabei. Und ihr, hoffe, habt Spaß gehabt. Beim nächsten Mal ist Nobby wieder für euch da. Und wir drücken natürlich alle die Daumen für morgen Abend, unser Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Bis dahin.